Was ist ein Burr-Deal? Oder anders ausgedrückt, wie bekommst du Geld von einer Bank nur dafür, dass du hier in den USA ein Haus gekauft hast? Interessiert? Dann viel Spaß mit diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich lebe hier in Philly an der Ostküste der USA und ich investiere in US-Immobilien. Dabei investieren wir selbst in Immobilien oder auch gemeinsam mit Partnern aus Europa, die diese US-Renditen hier zu schätzen wissen. Das Feedback bei Instagram und bei YouTube zu meinen bisherigen Deal-Analysen besagt eindeutig, dass ihr mehr Deal-Analysen sehen wollt und genau deswegen dieses Video heute, eine Deal-Analyse eines perfekten BRRR. BRRR steht für Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. Alle bisherigen Deal-Analysen habe ich dir zu einer einzigen Playlist zusammengestellt und den Link dazu findest du unter diesem Video in der Beschreibung. BRRR steht im Prinzip dafür, du zahlst das Haus bar. Du kaufst dein Haus Cash, renovierst und sanierst, soweit es notwendig ist, vermietest es hervorragend, nachdem es renoviert ist, findest eine Bank für eine Refinanzierung und dann hast du natürlich wieder Cash, liquide Mittel zur Verfügung, um das Ganze Repeat zu wiederholen. Also nochmal BRRR. Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. Und das ist der Standardprozess. Und das siehst du hervorragend an diesem Beispiel. Bleib dran, am Ende des Videos siehst du, ob sich dieser Deal für den Investor lohnte und ob die Bank vielleicht am Ende sogar Geld ausbezahlt hat. Zuerst schauen wir uns mal die Exposés des Objektes auf den Portalen Zillow.com und Trulia an. Auch diese Links setze ich dir unter das Video in der Beschreibung. Das heißt, da kannst du selber nachschauen, was du zu dem Objekt findest. Hierzu gehen wir auf die Webseite Trulia.com und schauen uns einfach mal das Exposé von dem Objekt an. Also Trulia.com, das ist die Adresse, schauen wir es uns an. Gut, was erfahren wir hier? Dass die Fotos gerade nicht die besten sind. Sei es drum, das Haus ist for rent. Und zwar für knapp $1000 im Monat. Aber die for rent Anzeige interessiert uns erstmal nicht, sondern wir schauen uns erstmal an, wo liegt denn dieses Objekt. Warum wir auf Trulia sind, ist ganz einfach diese Crime Map, weil das ist genau das, was wir da sehen wollen. Die Region, in der das Haus steht, wenn ihr hier draufklickt, ist nicht die beste. Je dunkler gefärbt die Region ist, desto höher ist die Kriminalitätsrate. Und ihr seht, wir sind hier in Nordphiladelphia, da wo dunkle Stellen sind, wo die Rate höher ist, also die Kriminalitätsrate höher ist, da möchte man eigentlich nicht wohnen. Aber dieses Objekt steht mittendrin und ja, also die Gegend ist nett, die Leute sind nett, deswegen ist immer schwer nachvollziehbar, was da das Problem sein soll. Also hier haben wir die 17. Straße, da gab es mal einen Autodiebstahl am 13. März. Dann haben wir hier auch noch einen Diebstahl im Februar mal. Dann haben wir hier aus einem Auto raus was gestohlen, Diebstahl und so weiter und so fort. Also alle Details kann man sich hier drüben anschauen. Und das ist der Grund, warum wir uns Trulia jetzt nochmal kurz angeschaut haben. Wechseln wir zu Zillow. Hier sind die Informationen zum Verkauf des Hauses interessanter. Es gibt auch die Informationen zur Miete, aber uns interessieren die Verkaufspreise bzw. die Verkaufshistorie zu diesem Haus. Wie du hier siehst, die Fotos sind nicht die besten bisher. Das wird noch nachgeschärft. Also der Deal ist noch sozusagen frisch. Aber dennoch keine Zeit zu verlieren, so schnell wie möglich an den Markt, um eben Interesse zu wecken und um potenzielle Mieter anzulocken. Drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, die Details kannst du dir bei Interesse hier gern durchlesen. Den Link, wie gesagt, findest du in der Beschreibung des Videos. Die Schule, wie gesagt, ist nicht die beste hier. 3 von 10 für die Middle School und 2 von 10 möglichen für die High School. Aber dafür sind halt die Mieten auch entsprechend günstiger, beziehungsweise auch die Objekte ein bisschen günstiger als Investor. Wenn wir jetzt uns die Preis- und Tax-Historie hier anschauen, dann sehen wir, dass das Haus eine gewisse Geschichte hat. Also, es war schon mal am Markt 2020 zu mieten, dann ist es rausgenommen worden und dann wurde es im September 2020 zum Verkauf angeboten für 95.000. was $88 pro Square Foot entspricht. Da gab es dann wohl einen Deal, wie es ausschaut. Der ist aber durchgefallen. Dann wurde das Listing, also das Exposé, wieder rausgenommen aus dem MLS. Nur um ein paar Tage später wieder eingestellt zu werden. Und auch hier war der Preis nach 78.000 und final wurde es dann im April an einen Investor verkauft für 73.000. Das war die Historie, das heißt, der Verkäufer war lange zäh mit dem Preis bzw. der Makler und hat dann letztendlich eingesehen, dass sie da ein bisschen zu weit weg waren. Und dann hat das ein europäischer Investor gekauft und wird natürlich jetzt von uns betreut. Ah, fast hätte ich es vergessen. Like da lassen.
Auf geht's, dann gehen wir mal ins Haus rein. Hier seht ihr das Schmuckstück. Hier wird auch gerade die Lockbox angebracht, damit Handwerker, interessierte Mieter bzw. Makler auch noch in das Haus rein können, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Hier siehst du der Fußboden im Eingangsbereich, schöne alte Fliesen, also nicht wirklich schön. Alles weiß gestrichen. Der Fußboden hier wird besser. Genau hier kann man erkennen, dass dieses Haus von deutschen Investoren betreut wird. Da haben wir gerade das Closing gefeiert bzw. die Übergabe. Schön alles weiß gestrichen, ein paar Touch-ups mussten gemacht werden. Der Kamin ist nicht in Funktion. Hier sieht man die Klimaanlagen, Lüftungsauslässe bzw. Returns. Das ist noch ein eher zugeklebtes Fenster vom Streichen. Der Fußboden ist soweit in Ordnung. Sieht super aus. Die Wände haben zwar kleine Wellen, Dings und Dangs, aber das ist alles kein Problem. Das ist alles super. Die Holzrahmen von Türen und Fenstern sind auch in Ordnung. Das Thermostat ist etwas älter, das ist auch schon bereits getauscht worden. Die Küche ist natürlich sehr einfach gehalten, wie bereits erwähnt. Hier hinten links siehst du die Tür, noch die alte Tür. Auf den Fotos bei Trulia und Zillow siehst du bereits die neue Tür. Das muss auf jeden Fall gereinigt werden. Das ist nicht der Superstandard. Der Keller ist nicht gefinished sozusagen, also ist nicht ausgebaut. Aber hier unten stehen Waschmaschine und Trockner. Ebenso der Gas-Wasserheizer und auch die Klimaanlage hier in diesem Fall. Da ist der Gas-Wasserheizer, da ist die Klimaanlage und die alte. Also wie gesagt, die Bilder hier sind noch vor der Renovierung. Also da sind noch ein paar Sachen, die gemacht wurden. Hier steht noch ein bisschen Schrott rum. Die Wand ist mit Trockenfarbe eingekleistert. Die Kabel, aber es ist halt so. Die Treppe, alles recht einfach gehalten, das erklärt aber auch den Kaufpreis und die Renditemöglichkeiten bei diesen Objekten. Das ist schon eins der besseren Objekte. In Philadelphia gibt es ganz andere Gegenden, wo man zum Beispiel die Haustür aufmacht und dann von einem Baum begrüßt wird, weil der da schon seit Jahrzehnten wächst. Gehen wir mal nach oben, schauen uns das Obergeschoss an. Der Grundriss erinnert ganz stark an das Projekthaus Purple Rain. Dazu gibt es eine Videoserie. Die ganze Playlist, die verlinke ich dir unter dieses Video, beziehungsweise findest du jetzt auch rechts oben eingeblendet. Und da wurde auch das Haus mit so einem ähnlichen Grundriss mal komplett renoviert. Hier das Badezimmer. Hier musste nicht viel gemacht werden. Ein bisschen Kork wurde nachgezogen, ein bisschen gereinigt. Und das ist es auch schon. Ganz einfach gehalten. Der Fußboden hier oben ist auch Laminat, drei Schlafzimmer. Und hier jetzt rechts ins zweite Schlafzimmer. Also wie gesagt, der Grundriss ist exakt derselbe wie bei Purple Rain. Nur hier ist weniger Arbeit, weniger musste renoviert werden, weniger ausgebaut werden. Ein paar Touch-ups müssen natürlich gemacht werden. Aber wie du gesehen hast, bei den Renovierungskosten hielt sich das ganze Projekt komplett im Rahmen, hervorragend. Und jetzt noch ins dritte Schlafzimmer, auch hier wieder anderer Laminatfußboden, aber das ist derselbe wie unten, von daher mag sein, aber kein Grund irgendwas hier rauszureißen und zu erneuern, von daher bleibt der wie er ist. Die Jalousien, natürlich wurden die erneuert. Die Fenster sind schon etwas neuer, hier sind hervorragende Built-ins, also dieser Schrank ist in die Wand eingebaut, ist auch ganz gut gemacht, einfach gehalten, gleich einen Kleiderschrank mit dabei. Und das gibt auch einen Eindruck, was dieses Haus kann.
Und das war der Hausdurchgang in diesem Fall. Hier siehst du alle Kennzahlen zum Haus. Den Link zu diesem Dokument findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Da brauchst du nur draufklicken und dann kommst du auch schon hier auf dieses Dokument und kannst dir alle Details selber nochmal anschauen. Kannst dir hier oben auf File, Download, das Ganze als Excel oder in was für einem Format du es möchtest auch immer runterladen, kostenlos. Gehen wir die Zahlen durch. Also, das ist die Adresse, 3 Bedroom, 1 Badezimmer, 1036 Square Feet. Das war ein Standard-Deal. Standard-Deal in dem Fall heißt von dem Makler. Und der Kaufpreis war ursprünglich 95.000 und ist auf 73.000 final runtergekommen. Die Links zum Haus findest du auch in diesem Dokument, also Zillow, Redfin, Villa.gov, das sind die Steuerinformationen, beziehungsweise Homesnap ist auch eine Seite für solche Häuser. Kaufpreis 73.000, die Closing-Kosten in dem Fall 6%, also da sind Sachen wie Recording-Charges, also dass der Eigentumsübergang stattfindet, Transfer-Tax und die ähnliche Sachen mit inkludiert, das heißt 6% kann man hier rechnen. Repairs halten sich wirklich im Rahmen mit $5.800. Was waren in diesen $5.800 enthalten? Das siehst du hier unten und zwar eine neue Hintertür, also die Tür hinten raus in diesen Garten raustritt. Paint Touch-Ups im Haus waren $1.500, also da musste nochmal die Malercrew durch. Wines und Green, das sind zugewachsene Geschichten, die am Haus hochgerankt sind hinten. Also hinten im Raustritt war es ein bisschen zugewuchert, aber das musste entfernt werden. Und natürlich Cleanup und Trash, also der Müll, der noch drin war. Alte Sachen mussten rausgefahren werden. Und das Exterior, wie du auf dem Bild hier rechts siehst, musste komplett neu gemacht werden, beziehungsweise hat einfach nur ein bisschen Farbe gebraucht, also Touch-Ups. Und mit $5.800 Repairs bringt es das Ganze auf einen Totalinvestment von $83.180 für ein komplett vermietbares Haus. Schauen wir uns die Ausgaben an. $346 sind die Taxes für dieses Haus. Die Versicherung sind $700 im Jahr und eine Management-Fee ist ein bisschen höher mit 14% der Miete, weil die Gegend, wie gesagt, spannender ist. Man hat mehr Turnover, also mehr Wechsel der Mieter, Einzug, Auszug. Vielleicht bleibt auch mal eine Miete aus. Also deswegen ist da mehr Action notwendig und deswegen 14% Management. Wartung, ähnliches Thema mit 15% Wartungskosten. Ist man ja auch recht konservativ, aber lieber hier ein bisschen konservativ, als dann am Ende sich verrechnet und nicht genug Geld zurückgelegt. Zum Einkommen. Bei Zillow hast du gesehen, die Miete, die geforderte Miete sind 990, was wirklich das untere Ende des Spektrums ist. Also im Normalfall wären hier bis zu $1.300 laut Zillow möglich. Aber die Devise ist hier nicht, was geht, sondern nur, was Sinn macht. Und in dem Fall will man eine breitere Masse erreichen. Eine breitere Masse an Mietinteressenten erreichen und das erreicht man nicht, indem man die Maxmiete fragt, sondern halt irgendwas am unteren Limit und dann den Leuten die Möglichkeit gibt, sich bei der Miete gegenseitig hochzubieten. Ja, auch das gibt es. Und deswegen mit 990, wie du bei Zillow gesehen hast, also $1.000, ist man hier erstmal sehr konservativ unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, mit diesen Ausgaben und mit diesen Einnahmen hier bringt es das Ganze auf einen Faktor, also ein Multiple von knapp 7. Mit einer Bruttomietrendite von 14,4% und einer Netto-Kapitalrendite von 9%. Und hier auch Cash on Cash ohne Finanzierung, weil es ein Cash-Deal war, auch 9% gleich der Netto-Rendite. Schauen wir uns die monatlichen Ausgaben und Einnahmen nochmal hier detailliert an. Also wie gesagt, am Ende kommt ein Net Operating Income von $623 jeden Monat rein bei einem Investment von $83.000. Bis hierher klingt der Deal schon hervorragend, oder? Also als europäischer Immobilieninvestor, ich glaube, solche Zahlen sind schwer zu erreichen. Aber es wird noch besser. Das Objekt wird jetzt ein paar Monate gehalten, bis eine Zeit erreicht ist, ein sogenanntes Seasoning. Das heißt, die Banken sehen, dass man das Haus nicht flippt, sondern behält. Und dann geht man zu einer Bank und sagt, man refinanziert dieses Objekt. Wie schaut so eine Refinanzierung bei einer Bank aus? Ganz einfach, die Bank geht hin und bewertet das Haus, wie es in ihren Büchern stehen würde, nach aktueller Marktlage. Da gibt es einen sogenannten Appraiser, der geht hin, schaut sich vergleichbare Objekte an und liefert der Bank dann eine Zahl. Und diese Zahl in diesem Fall für dieses Haus war 140.000. Also die Bank sagt, das Haus ist 140.000 wert, der Kaufpreis war 73.000 und nach Reno 83.000, also mit Kaufnebenkosten. Das heißt, hier sind 83.000 Skin in the Game, voll Cash bezahlt, die Bank würde 140.000 für dieses Haus als Wert annehmen und von diesen 140.000 75%
als Finanzierung annehmen. Das heißt, 25% als Eigenkapital muss drin bleiben. Das heißt, man leiht sich von der Bank dann nur 105.000 Dollar, kriegt sozusagen sein komplettes Geld wieder raus, was man reingesteckt hat, plus in diesem Fall 21.820 Dollar on top. Also nochmal zusammengefasst, man kauft ein Haus mit Eigenkapital, renoviert es, macht es schön, vermietet es und geht zur Bank und kriegt dann das gesamte Kapital, was man da in dieses Haus reingesteckt hat und drin employed hat, wieder raus. Plus es gibt noch einen Scheck on top. Also keine Ahnung, besser geht's nicht, oder? Wenn dir das jetzt zu viele Zahlen waren oder das Ganze zu schnell ging, schau dir das Excel einfach nochmal an. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Wenn du Fragen hast, scheu dich nicht, schreib das in die Kommentare und wir klären das. Ihr wolltet mehr Deal-Analysen sehen, ihr bekommt mehr Deal-Analysen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das gefällt. Schreibt mir in die Kommentare oder via Instagram oder via E-Mail, was genau ihr euch noch wünscht oder was ihr sehen wollt, was euch am Investorendasein hier in den USA fasziniert und interessiert. Und dann gehe ich ganz speziell darauf ein. Du siehst an diesem Objekt ein Paradebeispiel für ein Borrow-Deal, also Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. Das heißt, durch diese Refinanzierung ist jetzt wieder natürlich Cash für diesen Investor frei geworden und das kann natürlich wieder in neue Objekte gesteckt werden. Da kannst du gespannt bleiben. Wir finden auf jeden Fall neue Objekte hier in Philadelphia und die stelle ich dir hier auf diesem Kanal vor. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.